Hi, ich bin Dustin von Nanobike und ich erkläre euch jetzt mal in diesem Video, wie ihr die Sattelstütze in euer Specialized Fuse Com 6 Fatty einbaut. Das ist ja eine Vario-Sattelstütze, eine mechanische, die eben ein bisschen Fingerfertigkeit braucht beim Einbau. Und in diesem Video erkläre ich euch ganz genau, wie das funktioniert. Schaut es euch in Ruhe an, geht in Ruhe die Schritte durch zu Hause und ihr werdet Erfolg haben. Ich danke euch, viel Spaß mit eurem neuen Rad. So kommt also das Rad zu euch nach Hause. Ja? Wenn ihr das Rad fertig aufgebaut habt, das Vorderrad eingehängt habt, den Lenker montiert habt, vielleicht sogar schon die Pedale dran habt, dann geht es eben an die Stütze. Die sollte man sich wirklich für zum Schluss aufheben, weil sie ein bisschen Fingerfertigkeit benötigt, um diese eben korrekt einzusetzen. Das ist jetzt hier aber ganz einfach erklärt und auch zu Hause ganz einfach nachzumachen. So kommt es also an, ja, wenn ihr es fertig aufgebaut habt, habt ihr hier diesen Bremszug drinne in dieser Bremszughülle im Rahmen schon. Das ist alles schon von unserem Mechaniker so vorbereitet. Ja, hier zwischen meinen Fingern diese kleine Tonne, die wird eben dann hier in die Stütze eingeführt und die macht dann quasi diese Bewegung, die man dann vom Lenker aus steuern kann mit dem Hebel. Also, folgendermaßen geht das Ganze. Man hat hier zwei Schrauben, die sind zum Verstellen. Diese zwei Schlitze, also die eben hier diese Schrauben haben, die müssen parallel sein, um den dritten Schlitz eine Öffnung zu bilden mit diesen zusammen. Durch diesen Schlitz wird dann eben der Baudenzug geführt, der hier dran ist. Jetzt ist es folgendermaßen. Man muss also zuerst die Leitung so weit rausziehen, dass sie eben so ein Stück weit draußen ist. Sonst hat man hier wirklich ganz wenig Verstellbereich, um das auch einzuhängen. Und dann kommt man hier wirklich in Teufelsküche. Also, ein bisschen rausziehen. Wenn es noch nicht reicht, von unten noch ein bisschen nach. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist, den Hebel, der am Lenker montiert wird, der ist noch nicht montiert, wenn ihr das Rad nach Hause bekommt. Solltet ihr auch erst zum Schluss machen. Dies bedeutet, hängen lassen den Hebel und sich erst hier drum kümmern dann. Also, jetzt geht's los. Ihr habt jetzt hier, das fangen wir gleich alles nochmal ein, so eine Öffnung, da wird diese Tonne, diese hier, eingehangen. Mache ich jetzt mal. Also, rausziehen. Tonne hier einhängen. Muss man halt ein bisschen gucken. Ich will jetzt auch so machen, dass ihr das seht. Hier so einhängen. Ja, ihr hört schon. Klack, klack. Ja, das war noch nicht richtig. Noch einmal. Das muss auch nicht beim ersten Mal gelingen. Also zwischen Tür und Angel sollte man es vielleicht nicht machen. Komm mal hier ein bisschen runter. Genau, so kann man es besser sehen. Also ich sehe es zumindest besser. So, aber wir fangen jetzt gleich nochmal an. So, jetzt ist die Tonne drin. Das sieht man jetzt hier. Jetzt ist es also schon mal fest. Jetzt habe ich ja diese drei Schlitze, die eben parallel sein müssen. Jetzt ziehe ich einfach ein bisschen an der Stütze und habe schon die Tonne richtig eingehangen dadurch. Und kann sie jetzt hier durch die Schlitze führen und verdrehe jetzt diese beiden Schrauben, die wir zuerst parallel stellen wollten und gemacht haben. Verstellen wir jetzt so und machen die auch fest, also so handfest mit der Hand. Dass die keine Öffnung mehr bilden mit dem dritten Schlitz. Schon ist der jetzt hier fest drinne. Nachdem das passiert ist, kann man jetzt ein bisschen Leitung nach unten nachgeben und sollte auch, bevor man die Stütze in das Sattelrohr reinschiebt, hier unten den Zug, der ja hinten rauskommt im Rahmen, etwas nach unten nachziehen und mit der linken Hand die Stütze schon mal einfädeln, rechts ziehen und links einführen. Und dann auch so lassen erstmal in der gewünschten Position mit dann einem Viererimbus die Stütze festziehen und dann so lassen. Dann hat man hier unten einen Überstand von ungefähr 10 cm an Leitung, beziehungsweise mehr, je nachdem wie man jetzt eben den Hebel schon positioniert hat und baut jetzt erst den Hebel an. Und dann zieht man oben die Leitung wieder nach und hat sie dann quasi perfekt verlegt. Ja, ich hoffe, ihr könnt es soweit verstehen. Meine rutscht jetzt hier rein. Und wir fangen jetzt nochmal im Detail ein, wie das eingehangen wird. So, vielen Dank. Also, jetzt sehen wir hier nochmal ganz kurz, wie weit die Leitung rausgekommen ist von der verstellbaren Sattelstütze. Ich habe die jetzt also oben festgezogen mit dem Vierer-Imbus. Jetzt habe ich hier unten diesen Überstand, ja. Den ist ganz einfach und auch ganz simpel. Der wird einfach nur weiter in den Rahmen hochgeschoben.
Der kann auch auf Spannung sein. Ist ja ein Hardtail, da habe ich keine beweglichen Teile am Hinterbauch. Schieb die so weit nach, wie ich kann. Und jetzt habe ich hier oben den, den Verstellhebel. Und da machen wir jetzt mal eben weiter. So, und jetzt haben wir hier oben eben diese Leitung, die jetzt hier relativ kurz ist. Muss ich also ein bisschen nachziehen. Ja, also einfach, dass sie unten relativ straff ist. Die muss jetzt nicht voll angeknallt sein, ja. Ein bisschen hängen darf es schon. Also ein bisschen straff ziehen, das merkt man dann auch. Wenn es nicht mehr geht, dann sollte man auch nicht weiterziehen. Und der Hebel, den ich jetzt hier schon mal vormontiert habe, der hängt dann eben bei euch so rum. Dann nehmt ihr euch einfach hier so ein, ich glaube, ein 3er Imbus ist es, also ein 3 mm Imbus. Setzt ihn euch hier links an den Griff oder neben die Bremse am besten, weil man braucht ihn ja nicht so oft. Also gleich neben den Griff wäre ein bisschen, ja, nicht so ergonomisch. Dann richtet man sich den aus, wie man ihn gerne haben möchte. Ich würde ihn immer so waagerecht machen, so wie er jetzt hier zu sehen ist. Und dann einfach unten mit dem 3 mm Imbus ansetzen und das Ganze festschrauben. Das sind ein paar Umdrehungen, bei euch natürlich ein paar mehr, weil er das komplett ab ist. Ist auch ein sehr wertiger Hebel, der ist aus Aluminium. Kann also auch nicht gleich abbrechen, wenn man da jetzt mal kurz einmal weiter dreht. So, naja, und dann ist das Ganze auch schon fertig montiert. Ja, Funktionsprüfung, jawohl, Bewegung ist da, alles schön. Jetzt kann ich hier über diesem Rädchen auch noch einstellen, wie hoch die Zugspannung sein soll. Sprich, wie langsam oder wie schnell die Stütze rauskommen soll. Das kann ich hier einstellen. Bisschen drehen im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn. Und dann guckt man einfach, wie einem das am besten gefällt. Ja, das war's auch schon. Mehr muss man nicht machen. Danke euch. Viel Spaß damit. Ciao.